Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Little Dragons Café und wir haben im letzten Part unseren guten Kollegen hier im Dings Poncho kennengelernt, der jetzt auch schon sich hier hinsetzt, was bestellt. Natürlich. So, einmal Bestellung aufnehmen. Sehr gut, die freuen sich. Wir sprechen auch. Miko, du bist scheinbar härter zu arbeiten, jetzt wo deine Mutter nicht hier ist. Ich habe Sushi gekauft. Ich gebe dir was davon ab. Mach dir was Gutes damit. Danke. Wahrscheinlich ist schon spät. Ich hoffe, Oma wird nichts böse sein, der ältere Bruder. Was soll ich tun, damit ich nicht wütend werde? Nicht wütend sein, immer noch. Diese Speise ist Satay. Köstlich, fantastisch. Freut mich sehr. Hör auf. Und du hörst auch auf. Arbeiten. Mann, Mann, Mann. Ja, der Poncho, der kleine Junge, haben wir letztes Part kennengelernt. Der schläft hier. Der übernachtet hier. Auf so eine große, heroische Reise. So. So, so langsam müssen wir langsam uns um Zutaten kümmern, ne? Immer, wir brauchen sehr viele Zutaten. Weil sagen einige Sachen gehen ja auch wahrscheinlich ein bisschen aus, ne? Können wir mal ganz kurz nach reingucken. Nee. Steht mittlerer Bruder, diese Portion Backenkau, dann möchte ich gleich nochmal essen. Ist der lecker. Ich kann kaum aufstehen. Das ist ein Gericht, das sich lohnt. Spiegelei nicht so, ne? Was haben wir noch sonst so? Poncho. Ach, das sind Gäste, die hier schlafen. Story-Fortschritt, okay. Sehr viel Arbeit. Juhu, schön. Was, mein Service hat sie berühmt? Oh, ich bin im siebten Himmel. Unsere Gäste sind sehr zufrieden mit uns. Wir sollten immer weitermachen. Das ist sehr gut. Die ganze Welt und so. Ja, freut mich. Ist aber schon spät, ne? Ich denke mal. So langsam können wir auch ins Bett gehen. Hallo, Poncho. Hey, Nick, du weißt, wenn das Essen schlecht ist, wird auch niemand bei euch übernachten wollen, ja? Ist ja gut. Das ist sowieso nicht mein Ziel. Wir sind hier kein Hotel. So, und so, bei dir alles klar? Die Sonne scheint, was für ein schöner Tag. Nein. Wann warst du das letzte Mal draußen? So, wir gehen schlafen. Und kriegen hier unser Resultat vom letzten Part noch. Rückmeldung ist zufrieden. Uiuiui. Da dauert es aber ein bisschen, bis das wieder was passiert. Okay. Guten Morgen. Hey. Alles gut bei dir? Mal streicheln. So. Geben wir ihm mal was. Diesmal das hier. Bitteschön. Oh, hey, Poncho, bist du ausgeschlafen? Du siehst nicht gut aus. Hast du Heimweh, Zwerg? Nein, überhaupt nicht. Ich konnte nicht schlafen, weil ich die ganze Nacht draußen war und böse Buben bekämpft habe. Da war ein kleines Kind, das wurde angegriffen und als ich auftauchte, hatte er Freudentränen in den Augen. Was du nicht sagst, ein kleines Kind wurde mitten in der Nacht draußen angegriffen. Genau, genug davon, Billy. Du kommst aus Taishos Dorf, stimmt's? Erzähl mir alles, was du über ihn weißt. Vergiss es, ich weiß gar nichts. Das kann nicht sein, er ist ein Krieger, der das Dorf beschützt. Er muss berühmt sein. Ja klar, im Dorf, aber er hat es nie verlassen. Ist nie rausgegangen, um die Welt zu sehen. Warum ist das überhaupt so eine große Sache, der Held des Dorfes zu sein? Du verstehst es einfach nicht, Billy, oder? Wie auch immer. Ja, ja, Billy. Du verstehst es einfach nicht. Gäste und Spielfortschritt. Anhand der Anzeige siehst du den Geschichtsfortschritt jedes Gastes. Hör dir an, was die Gäste essen wollen und löse ihre Probleme mit der Macht des Kochens. Alles klar. Hier ist keiner. Schlief der da oben noch? Alice esse ich den Mochi von meiner Mama. Der ist einfach unwiderstehlich puffig. Okay. Kann man machen. Unwiderstehlich puffig. Sonne scheint draußen, dann wird die Wäsche schneller trocken. Mhm. Gut, wir brauchen Zutaten.
Ach ja, herrlich. So, Dung benutzen. Ja. Und ernten. Wow, das ist wirklich eine Menge. Wir kriegen sogar gekochten Magen. Aber zwei lohnt sich nicht. Ey, da wurde uns angespült. Wo kommen die Sachen denn her? Das ist ja wirklich... Das hab ich gar nicht mitgekriegt. Ach, nein, 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 nein. So, du gehst mal da rein. Garnelenvorspeise. Nochmal eine Garnelenvorspeise. Hm. Ach, da, dieser Teich da wahrscheinlich, ne? Oder? Ja. Wow. 18 Stück und hier war schon 12 Sardinen. Okay. Ja, nix hin. Oh, hört gleich mehr raus. Frischer Tsuchi-Schinken. Und noch mehr davon. So kann es weitergehen. Aber jetzt weiß ich wenigstens, was für ein Teich sie meinen. Das ist ja einfach nur der eingezäunte... Was vom Meer eingezäunt quasi. Das hätte ich nicht vermutet. Aber gut, jetzt da ich Bescheid weiß, kann ich öfter mal gucken, ne? Hm, ich würde ja nur echt mal darüber. Gut, gehen wir jetzt Drachen was zu essen. Achso, ja. Kommst du her? Da ist er. So, einmal hier, bitteschön. Aber wenn was wir. Ich frage mich ja, was wir sonst so machen können. Die ganze Zeit den Poncho. Na jetzt. Kann man ja nichts anderes machen als Zutaten sammeln, ne? Mehr können wir ja leider nicht machen momentan. So. Oh, eine frische Karotte sogar dabei. Stimmt, die hat mir gedüngt, ne? Irgendwie. Ich hätte gern mehr Dung. Als nur dieses bisschen. Davon hätte ich gerne mehr. Hm. Also langsam müssen wir uns auch gleich wieder ins... in unsere schöne Behausung hinbegeben. Weil wir natürlich auch bewirtschaften müssen, ne? Und noch ein Starkpilz, sehr gut. So, zurück zum Café. Geschenke. Gäste fragen dich manchmal, ob sie eine Speise mitnehmen haben können. Wenn du sie ihnen servierst, geben sie entgegen zu Zutaten. Lass mich doch durch, danke. So. Ich habe zu Schutzchen gekauft, okay. Mach ich. Okay. Habe ich das vor die Nase weggeschnappt. So, bitteschön. Ich habe Universalmehl gekauft. Sehr gut. Klicklackreis. Was soll ich tun, damit ich wütend werde? Ich bin der Krieger, also bin ich am Stil nur noch neue Herausforderungen. Selbst beim Essen. Nur bitte darf es nicht sein. Igitt. So, sie putzt den Boden. Kann man natürlich machen. Allerdings soll sie das nicht. Sie soll die Gäste bewirtschaften. Oder irgendwas. Hallo. Gott. Was, alles gut? Köstlich. Sehr gut. Gut, ich helfe dir mal mit abräumen. Wenn wir uns nicht gegenseitig im Weg stehen würden, ne? Na du so? Billy, ich frage mich, ob es einen Grund dafür gibt, warum er nicht darüber sprechen kann. Ja, wissen wir nicht. Ja, ja.
Alles gut. Ich denke mal, das war's jetzt erstmal mit den Gästen. Oh, das ist noch ein Rezeptteil gefunden. Das ist interessant. Aber wir haben leider nicht genug Rezeptteile, um sie den alten Mann zu geben, ne? Um ein neues Rezept auszuprobieren. Das haben wir leider nicht. Auch fehlt mir immer noch dieses ominöse Dingens, womit wir dieses eine Rezept auch kochen können. Weil das haben wir leider nicht. Also so eine Rübenfrucht, wollte ich gerade sagen. Das ist eine Rübenfrucht eigentlich. Also Rübengemüse, nicht Rübenfrucht. Irgendwas fehlt dann uns noch. Aber ich wüsste jetzt nicht unbedingt was. Weil wir haben eigentlich alle Farmstellen schon abgeklappert. Da dürfte eigentlich nichts mehr sein. Nichts mehr Neues. Es sei denn, frisches Gemüse oder frische Sorten zählen da noch zu. Das weiß ich leider nicht. Auch immer diese Frage. Willst du? Weil ich einfach so schnell drücke. Oh. Hi. Uff, das ist ein wenig zu weit für einen Ultramar wie mich. Tja. Kann ich leider nichts ändern. Das kann ich leider nicht ändern. So, die fangen wir ein. Und dann gehen wir nochmal raus. Ach, man kann... Wenn man direkt nach oben guckt, wenn man genau direkt nach oben drückt, zum Beispiel, kommt man direkt ins Kochmenü. Backfisch. So, du hast wieder gut angestrengt. Hier, warte mal, kriegst du was. Da, bitteschön. Kann ich irgendwas... Das kann ich leider nicht kochen. Da ist Ratatouille, genau. Da, uns fehlt hier am Anfang eins. Warum? Achso, Sellerie fehlt. Kriegen wir eine Sellerie her? Nur Pudding. Ja, machen wir mal. Damit ich nicht aus der Übung gerate. Das lohnt sich. Wir haben leider nicht so viele verschiedene Gerichte. Ist doch gut. Aber jetzt kommen natürlich sowieso die nächsten Gäste wieder. Jetzt bin ich auf der Suche nach neuen Herausforderungen, selbst beim Essen. Nur bitte darf nicht sein. Mein Service hat einen guten Ruf, das freut mich zu hören. Ach, er hat was bestellt. Es beginnt zu regnen. Das Geräusch des Regens hat etwas so Beruhigendes. Ja, das freut mich. Was hast du vor? Nee. Du tust. Drache freut sich auch. Sie wird ausgeliefert. Das Essen. Ganz so süß. Sie fragen, ob der Drache Mama wirklich helfen kann. Das weiß ich nicht. Die Speise Satay ist toll. Kann ich noch eine Portion haben? Aber sicher doch. So. Mal abgeben hier. Du bist fertig. Wie er da rumtänzelt. Bitteschön. Er möchte was essen, das kross ist. Ja, lass mich doch hier. Wenn man sich ja wirklich. Man steht sich ja wirklich sehr, sehr doll im Weg, ne?
Oh Mensch, ey. So. Das mache ich schon. Ich bin schon dabei. Ich bin schon dabei. Man muss den Leuten, ja, man muss ja wirklich auch mitmachen, ne? So. Bitteschön. Die Portion grüner Salat ist okay. Wenn ich es morgen wieder, wenn ihr es morgen wieder macht, esse ich es gerne nochmal. Ja, wissen wir schon. Hat Poncho genug geschlafen? Ich frage mich, ob er okay ist. Das wird schon. Kleiner Junge, ne? Das wird schon irgendwie werden. Sie sagen, mein Service ist gut, ja? Das überrascht mich nicht. Schließlich reden wir von mir. Man kann auch ein bisschen auf sich einbilden, ne? Lass uns schlafen gehen, bin müde. Ja, dann gehen wir schlafen. Was soll's, ne? So. Das dürfen wir nicht vergessen. Dann gehen wir schlafen. Gute Nacht! Rückmeldung, die Kunden sind zufrieden. Das freut mich sehr. Oh, hi. Ich höre, es sind Untiere in diesem Feld. Du sollst sie nicht unnötig... Ja, gut, ich weiß. Ach ja. Er hat wieder seine Farbe geändert. Was ist los? Was ist los, Poncho? Konntest du wieder nicht schlafen? Er hat wahrscheinlich wieder Heimweh. Das ist es nicht. Letzte Nacht ging eine alte Dame ganz allein draußen im Sturm und ich habe ihr geholfen. Ich habe ihr Sachen getragen. Ich habe ihre Sachen getragen und sie hatte Freudentränen in den Augen. Hey, Miko, wie war das Wetter letzte Nacht? Hältst du mich aber für einen Lügner? Provoziere mich nicht, Billy, oder du bekommst Löffel zu spüren. Okay, also los. Ja, ich würde das auch gerne sehen. Es klingt ziemlich interessant. Du hast es so gewollt. Ich nehme also diesen Löffel und... Oh, mein Magen. Okay, übertreib's nicht, Junge. Ich zeig dir jetzt, wie man einen Löffel richtig einsetzt. Lucola Curry. Ein Curry kommt sofort. Der Löffel eines Kriegers ist kein normaler Löffel. Ist dein Löffel etwa handgemacht? Naja, er ist... Ich habe ihn von dem Schild vor dem Laden meiner Mama. Dem Laden deiner Mutter? Hat sie ein Restaurant? So ähnlich, sie hat eine Bar. Ich nahm ihn, weil er aussah wie der perfekte Löffel für einen Krieger. War deine Mutter nicht sauer, dass du den Löffel von dem Schild genommen hast? Nein, sie hat nur gelacht. Sie hat gesagt, dass ich mal ein großer Krieger werden würde. Meine Mama ist... nimmt gerade eine Auszeit, aber ich werde sie beschützen. Als großer Krieger. Ich präsentiere das Curry. Pass auf, Junge, ich zeig dir, wie man einen Löffel benutzt. Du wolltest doch einfach nur Curry essen, oder? Wahrscheinlich. Oh Mann, ey. Der wollte einfach nur Curry essen. Ja, dann gehen wir mal wieder raus hier. Und so ein bisschen hier abernten und so weiter. So. Ein bisschen Dung natürlich wieder. So. Wow. Brauchen wir Sellerie. Und hier kriegen wir halt nur, hier kriegen wir nur Sachen raus, die wir noch nicht haben. Das ist halt das Doofe. Das ist das Doofe. Dementsprechend müssen wir uns nochmal umgucken. Und mal schauen. So, da sind wieder Schmetterlinge. Aber hier genug Karotten, Kohl und das, was wir schon haben, ne? Jetzt sollte ich mich mal ein bisschen mehr mit den Briten in der Gastronomie unterhalten. So, gehen wir mal zurück zum Café. Hast du noch ein Rezept vielleicht? Ich habe ein Rezeptteil gefunden. Sehr gut. Wackelobstgericht 3. Mein Service hat einen guten Ruf. Das freut mich zu hören. Sie macht mein Service, ja. Ich wollte eigentlich nicht kochen, aber gut. Kann ich Ratatouille? Ich will gerne Ratatouille kochen.
Neues Rezept. Machen wir nochmal Backfisch. Warum nicht? Okay. Etwas bitter, erstklassig. Ja, die Gerichte lohnen sich alle. Pudding nicht so sehr, aber wir haben halt nicht alles. Wir haben halt nichts anderes. Wir brauchen mehr Rezepte. Und wir brauchen mehr... Ja, allgemein halt mehr, ne? Gucken wir mal in der dritten Etage nach. Können wir hier irgendwas tun? Hier ist keiner. Und hier ist auch nicht. Er wird wahrscheinlich irgendwo draußen sein, ne? Naja, das darf ich natürlich nicht vergessen. Immer mal wieder zu streicheln. Gut, die Gäste sind noch nicht da. Also raus hier. Ja, mal sehen, wie sich das... Achso, das war... Ich dachte, was fliegt denn da? Mal sehen, wie das hier jetzt noch sich noch in Zukunft äußert. Was wir machen müssen, um mehr höheren Rang zu haben. Ne? Ich meine, ja, ich kann ja bis jetzt momentan halt nicht viel machen, außer das, was ich habe, weiterzumachen. Also Rezepte zu kochen, alles anzupflanzen. Also was heißt anzupflanzen? Alles Zutaten zu sammeln. Und hoffen, dass ich irgendwie auch mal weiterkomme, ne? Aber es wird schon. Vielleicht muss ich auch einfach viel mehr kochen. Vielleicht muss ich den Drachen so viele Speisen geben, dass er sie übergibt. So, bitteschön. Bitteschön. Aber es kann auch nicht der Sinn der Sache sein, ihn jedes Mal so viel... 10 Gerichte hintereinander zu geben, oder? Denke ich nicht. Ah, hier nochmal das hier. Man kann es mal ausprobieren. Ja, ja, hier kann man nicht hoch, denke ich mal. Nee. Jetzt frei? Oh, hier ist frei. Wann hat das denn frei gemacht? Wir können Sachen sammeln. Endlich! Wir können hier weiter. So. Runter mit dir. Gekochter Magen. Boah. Brauchst Sellerie. Hier ist auch noch kein Sellerie. So, das gibst du mir bitte. Da sind sehr viele Vögel da oben. Hallo, darfst du mir... Springst du bitte da hoch. Danke. Ich dachte, jetzt ist los. Da vorne ist ein Rezeptteil. Nee, das... Wow. Nee, es geht nicht. Nee, es geht nicht. Ich hab's versucht. Ich hab's versucht. Aber das klappt nicht. Tiefe Pizza. Buh. Das hört sich ja irgendwie eklig an. Aber mehr ist hier nicht. Dafür haben sie jetzt den Weg so lange hinausgezögert. Das heißt, hier mit Stein auf sich. Vielleicht kann man hier eine Brücke irgendwie später bauen oder so. Irgendwo hin. Weil davon ist es ja auch. Das sieht vielleicht aus, als wenn man da irgendwie rüber kann.
Ich schau mal, ob sich auf den anderen, ob bei den anderen Weg auch was getan hat. Das wäre mal cool. Huch, was liegt denn hier? Einfach so? Na dann. Ich weiß noch nicht, inwieweit das jetzt sich irgendwie... Womit das jetzt zu tun hat? Ach, hier kann man auch runter. Sag ich, hä? Wusste ich ja gar nicht. Kalter Kakao. Ach, hier kann man fischen. Ach so. Da oben will er. Kriegen wir hier für einen Sellerie. Das wäre was, ne? Hier ein Sellerie angeln. Einmal noch. Nicht so super. So, mich würde mal jetzt interessieren, ob bei dem anderen Weg auch jetzt was frei ist. Aber leider dürfen wir es nicht. Wir müssen nach Hause. Wir müssen zum Kaffee, wir müssen die Gäste bewirtschaften. Das müssen wir jetzt noch machen, weil jetzt kommen die Gäste. Und, ja, das ist Danzi. Du stellst dich bitte nicht hin. Du sollst arbeiten. Hey, hast du vielleicht noch ein Rezept, Halli? Kartoffelsalat-Rezept. Endlich mal. Endlich mal was Neues. Wo ist das denn? Da. Haben wir nicht. Wir haben keine Kartoffeln. Ja, man braucht tatsächlich Kartoffeln dafür. Das neueste Rezept ist Spiegelei. Ne, Backfisch war das neueste, ne? Hier ein LDC essen wir ihn mit Zitronensaft, ja? Ich würde es auch mit Zitronensaft essen. Machen wir nochmal Backfisch. So, jetzt kommen wir mit den Gästen, oder? Kommen die noch? Nee? Wo bleiben die Gäste? Können wir wohl da oben hoch können? Also ganz oben? Vielleicht können wir ja später einfach fliegen. Zumindest sah das im Trailer so aus. Ich habe halt nur Screenshots angeguckt. Aus dem Trailer. Kann ja sein, dass es eine Cutscene war, ne? Ja, aber anscheinend kommen keine Reste mehr. Na doch, ja. Oh doch, jetzt kommen noch Gäste. Dann machen wir das noch, ne? Machen wir noch. Was ist los? Achso, ich muss sie mal wegbringen. Die drei Schmieder. Die drei alten Herren. Ich habe Sushi gekauft, ja. Die kaufen hier immer. Und geben uns das Zeug. Was nett ist, ne? Was sehr nett ist. Darf ich vielleicht mal was wegbringen? So, warte mal. Bitteschön. Denkst auch immer in die Ecke, ne? Wecke die Zutstands auf der Wiese nicht auf, falls sie schlafen. Habe ich nicht vor. Können wir ja nicht reinschleichen? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Ist doch gut jetzt, beruhig dich! Ziemlich cooles Löffel schwingen, was? Ja.
Heute war ein anstrengender Tag, wir haben ein Partgabel. Ich sollte noch Dinge für morgen vorbereiten. Unsere Gäste sind sehr zufrieden mit uns. Wir sollten immer so weitermachen. Ah, die Sonne strahlt, aber ich strahle noch heller. Du strahlst am hellsten. So. Was ich jetzt auch noch mache. Jetzt den Code entnehmen. Und nochmal die Tagesberichte abholen, ne? Den Tagesbericht holen wir noch ab. So. Rückmeldung ist zufrieden. Es wird und wird. Unser Personalarbeitsstatus ist beschäftigt. Anzahl Kunden 8. Ja, kann man machen. Und dann würde ich sagen, machen wir hier im nächsten Part weiter. Ich bedanke bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like, einen Kommentar da und abonniert, wenn der nächste passt. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.